Der tröstet jetzt gerade unseren Ohrdinkel. Er ist auch ein bisschen im Boden gelegen, aber ich glaube, er verwischt ihn. Wir wissen noch nicht recht, wie viel es dort gegeben hat, aber jetzt schauen wir eins. Auf Fahrtrennen beim Reps, den man sieht, bin ich letzte Woche dabei gewesen. Habe ich dürfen mitreiten, wie sie den tröstet. Das ist ja nicht mehr. Mittlerweile ist bei uns alles dröschen. Der Raps, der Weid und am Schluss noch der Ohrdinkel. Jetzt geht es hier darum, die Strohballen, die es gegeben hat, zu transportieren. Bis ihr die mit dem Hofleder und mit der Hilfe von Hannes aufgeladen habt, kann ich euch erzählen, was wir für eine Ernte aufgefahren haben. Mit dem Weizen und mit dem Raps ist Franziska Scherer, meine Chefin, nicht schlecht zufrieden. Die Erträge waren gut, durchschnittlich, bei nicht schlechter Qualität. Eine andere Geschichte ist da der Urding. Dort waren vor allem die Erträge miserabel, hat sie gefunden. Trotzdem wird sie die Kultur auch nächstes Jahr wieder anbauen, weil sie Freude hat am Urdinkel und auch, weil sie mit einer diversen Fruchtfolge eben solche Ausfälle bei einzelnen Kulturen etwas abfedern will. Damit es aber doch etwas besser wird, hat sie sich ein paar Sachen vorgenommen, die sie nächstes Jahr anders machen will. Zum einen wird sie die Saatmenge erhöhen, weil sie sagt, dieses Jahr sei einfach der Bestand zu wenig dicht gewesen. Und dieser Bestand war eben im Frühling auch eher schwach gewesen. Darum hat sie sich vorgenommen, das nächste Mal die Düngung früher zu machen.